Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 31.05.2023. Und unser DAX bewegt sich ja weiter im Hamsterrad und dreht seine Kreise in den Vortages-Vorwochenspannen, kann man sogar fast sagen. Wir hatten gestern uns den Montag schon angeschaut, der wieder schwach war, nachdem ja die Vorwoche schon Montag, Dienstag, Mittwoch sehr schwach reingekommen ist. Und hatten jetzt gesagt, gut, wegen Feiertag könnte man das auch ein bisschen ausklammern. Und hat sich zum Abend nochmal schön aufgedreht. Er hätte ja grundsätzlich die Chance, aus diesem Aufdrehen heraus hier eben noch rauszudrücken. Und wenn es ihm gelingt, sich wieder über 16,20 zu etablieren, dass er dann eben durchaus auch das Zeug hätte, hier wieder ein gutes Stück nach oben rauszutreiben. Man muss sagen, nee, es hat er verkackt. Also da kann man gar nicht deutlicher sagen, weil er war ja klar drüber und das jetzt kann man auch nicht sagen, das war schlechter abgelesen, sondern wahrscheinlich sogar bewusst gesetzt, da oben die 16,20 drüber, um im Longs reinzuködern. Da hat unsere Elisa noch Glück gehabt, die ist ja wirklich ein paar Punkte unterm Tageshoch mit ihrem Take-Profit rausgekommen, aber andere werden dann nicht so glücklich davon gekommen sein und dann neues Tief hinterher. Ja, neues Tief kegelt alle die raus, die hier eben auf dem Long-Signal Long rein sind, mit Stop-Loss drunter und die Räume hat er abgeräumt. So, und auf dieses Abräumen hin ist jetzt genau das passiert, was wir gestern auch besprochen haben, wo man nämlich aufpassen sollte, wenn er hier drunter fällt unter 39, würde er hier ein Verkaufssignal generieren. Jetzt mal rein nach Technik, ne? Nicht nach dem, was ich haben will oder was ich denke oder sehe oder wie auch immer, sondern rein nach Lehrbuch. Generiert er hier mit dem Unterbieten von 39 nach einem tieferen Hoch, mit einem tieferen Tief ein kleines Verkaufssignal. Da hat man aber schon gesagt, Vorsicht, denn 900, 880 ist ja Supportzone, das heißt von 900, 880 kann er bereits wieder nach oben drehen und das hat er jetzt auch gemacht. Also das ist so ein bisschen wie, ich habe oben keinen Bock, ich habe unten keinen Bock, aber in der Konsequenz heißt oben keinen Bock, unten keinen Bock, seitwärts. Und seitwärts ist immer undankbar. Deswegen bin ich jetzt gespannt zum Mittwoch, wie wir uns verhalten, rein aus der Bewegung heraus, auch aus dem Schluss raus, aus den letzten Stunden heraus, würde ihm jetzt wieder, wie am Vortag, dieser gute Start zustehen, ja, dass er versucht, nach oben reinzutreiben. Das kann gut und gerne nochmal 16.1620 werden. Das ist erreichbar, definitiv von hier, ja, so wie er den Bereich hier verteidigt hat. Kleines, ja, nee, doch, das ist ein Punkt. Das ist erreichbar, 16.1620. Und geht er dann auch darüber, würde der Fall ja trotzdem Wirksamkeit behalten und er sich darüber wieder per Kaufsignal Ziele bis 200er hoch aktivieren. 200, 240, das wäre dann drin, wenn er es bedient. Wenn er jetzt hier fortsetzt und nicht verkümmert, ja, verkümmert er uns aber und macht ja auch neue Tiefs, dann wird es ein bisschen komisch, weil, also was heißt komisch? Es wird nicht komisch, aber es passt eben dann nicht mehr in die bullische Betrachtung. Und dann müssen wir festhalten, dass wir einen schwachen Montag hatten, wir hatten einen schwachen Dienstag, wir hatten auch hier in der Vorwoche einen schwachen Montag, einen schwachen Dienstag und der Mittwoch hat dann richtig unten rausrandaliert, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und hatte letzte Woche gut 69, also über 250 Punkte nach unten abgespult. So, und wenn unser DAX jetzt hier auch wieder nach einem schwachen Montag, schwachen Dienstag 250 Punkte nach unten abspult, können wir alle rechnen, ja, sind wir von 15, 5, 15, 8, 80 runter auf die 15,550. Stimmt nicht. 15,6. Warte mal, 5 wird da völlig falsch gerechnet. 15,630 sind wir dann. Ja, ich würde aber sagen, 15,630 ist mir gar nicht so wichtig. Eher dann sogar hier der Bereich um 5,50 bis sogar 4,80, was dann aber zum Mittwoch noch nicht erreichbar wäre. Sprich, könnte dann so aussehen, dass wir Mittwoch die Bewegung erstmal nach unten vollziehen und zum Donnerstag dann wieder das markante Tief setzen. Dann hätte ich die gleiche Wochen. Dynamik eigentlich wie der Vorwoche hier nochmal nach unten abgebildet. Und wenn wir das uns jetzt so vor Augen halten, dass er von hier halt auch Risiko hat, ne, bis 57, bis letztendlich sogar 630, 650, als auch dann später 550 und 480 zu fallen, sollte man schon aufpassen, dass man gegebenenfalls vielleicht auch drüber nachdenkt, was man mit seinen Long-Positionen macht, wenn man welche drin hat, weil es ist schon ein guter Meter, der hier nach unten an Risiko jetzt offen ist. Ja, insbesondere jetzt wird das versiebt es jetzt hier oben. Ja. Ich sag mal, wenn der das jetzt belässt und der drückt sich ja jetzt einfach wieder nach oben, dann würde ich mir da gar keine Gedanken machen. Ist der Markt weiter für mich positiv und long, der ist auch ohnehin erstmal noch positiv. Ja. Aber hier drunter, man sollte es zur Kenntnis nehmen, entstehen Risiken nach unten und gegebenenfalls könnte man dann vielleicht eine Position sogar aushedgen oder sogar auch einen Short probieren. Ich weiß nicht, ob ich, also ich will jetzt nichts versprechen, hier drunter einen Short freigeben für den. Für den Mittwoch würde ich aber nicht ausschließen. Also ich fände es dann sogar fast stimmig, wenn er jetzt nach Montag und Dienstag schwach war. Ja, ein bisschen Timing abhängig auch, ne? Wird ungern
vor 9 Uhr oder 9:30 Uhr Short suchen, weil der Markt gerne mit Wochen ein bisschen schwächer reinschaut und dann aber doch schnell auskontert. Aber ich möchte eigentlich ungern zum Mittwoch unter 8,80 sehen. Für mich hätte das zu viel Risiko, dass der nochmal Richtung 800, Richtung 750 und eben auch tiefer fallen kann. Da würde ich ungern long handeln wollen. Ja, fängt es sich aber hier gut und drückt sich oben raus. Dann 16,20, 16.000, 16,20 und später mehr. Dann eher wieder, ich sag mal, mit mehr Begeisterung. Wobei ich schon hier sagen würde, also, das war unschön. Na, also, dann, klar, das, ne, guckt mal die zwei Kerzen. Also, das war ganz klare Ansage: Ey, Jungs, hier war meine erste Basiswelle, jetzt kommt die nächste, jetzt kommt die Welle 3. Hier gehst du mal richtig straff oben raus. Das ist schon fies gewesen. Das ist schon fies. Ne? So schön anziehen und dann fallen lassen. Da hat er ein paar auf dem falschen Fuß erwischt. Die Frage ist, hat er die jetzt hier schon rausgekriegt und dann muss er tiefer, um die rauszukriegen? Und das wird jetzt die große Preisfrage zum Mittwoch. Ne? Die wir tatsächlich dann auch erst hinterher beantworten können. Ja, und deswegen würde ich einfach das so handhaben, dass ich sage, unter 8,80 für mich eher Abwärtsrisiko bis zu den benannten Zielen. Macht er sich aber gut und drückt sich hoch, würde ich auch long suchen hier in dem Bereich. Ja, erstmal rein in die 16.000, 16.20 und dann würde ich auch, wenn der Bereich irgendwann dann mal richtig rausgenommen wird, kleiner Rücklauf noch dazwischen abwarten, würde ich darüber auch wieder long suchen. Ja, trotzdem noch. Trotzdem, auch wenn es jetzt ein, zwei Mal hier nicht geklappt hat, würde ich trotzdem oberhalb von 16.000 eher mein Glück auf der Long-Seite wie auf der Short-Seite probieren. Ja? So, Punkt. Das ist eigentlich alles, was ich euch mitgeben kann. Und von daher würde ich die Analyse hier zumachen. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.